Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Sonntag und zur Abwechslung der ganzen Weihnachtssachen gibt es heute mal eine Geburtstagskarte. Und zwar möchte ich euch diese Karte hier zeigen, wie ich die gebastelt habe. Dabei habe ich Action-Stanzen verwendet. Das Etikett ist nicht von Action, könnt ihr aber natürlich wie immer austauschen. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Karte geht, dann bleibt doch einfach dran. Für die Karten brauchen wir an Material. Ich schreibe euch die Maße wie immer unten in die Infobox. Wir brauchen ein Stück Kraftkarton. Ich habe hier einfach eine Karte von Action halbiert. Das heißt, ihr könnt insgesamt zwei Karten daraus bekommen. Die Karte hat dann in Inch quasi ein 3x6 bzw. knapp 7,5 x 15 cm Größe. Und diese Kartenform habe ich gesehen bei Wendy Cranford das ist eine amerikanische Stampin' Up! Demo, die damit einen Sketch gezeigt hat. Meine Karte hat sonst gar nichts damit zu tun, außer die Kartengröße. Ich fand das mal interessant und ein anderes Kartenformat, das ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Dann habe ich hier noch einen weißen Aufleger. Wir brauchen noch ein Reststück. Das ist ganz normaler Cardstock und Aquarellpapier. Dann habe ich zum Kolorieren Petrol verwendet. Das ist eine Farbe, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ihr nehmt einfach Stempelkästen, Aquarellkasten, wasservermalbare Buntstifte, wie ihr wollt. Nur die Farbe, ja, ist ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt worden, deshalb wollte ich die mal wieder verwenden. Dazu habe ich dann einen Wassertankpinsel, mein schwarzes Stempelkissen für den Spruch und wie soll es anders sein, mein schwarzer Tombowstift. Den Spruch habe ich aus dem Set Handgemalte Blüten. Ihr wisst ja, ihr nehmt das, was ihr habt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich fand die Typografie so toll und ich fand die passte so gut zu der Karte. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Die Luftballonstanze habe ich aus diesem Set hier. Das ist ein Action-Set, das es auch aktuell noch gibt. Und ich habe euch ja schon die Karte mit den Geschenken gezeigt, die verlinke ich euch auch nochmal. Und dieses Mal möchte ich eben die Luftballonstanze nehmen. Und ihr seht, hier ist auch noch eine Herzchenstanze. Ich werde euch am Ende des Videos auch meine zwei Prototypen zeigen. Und ihr könnt euch dann entscheiden, welches Format euch besser gefällt. Und das Etikett habe ich hier aus einem Planner-Set von Craft Emotions. Ich fand es einfach so cool mit dem gestitchten Rand und ich habe das Set bisher, ich glaube, einmal verwendet. Deshalb habe ich gedacht, das sieht cool aus und passt zum Kartenformat. Deshalb habe ich das genommen. Dann brauchen wir noch, hätte ich fast vergessen, 1 mm Foampads. Hier, das könnte knapp werden. Und wir brauchen natürlich etwas Flüssigkleber. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit Basteln. Ich falze mir als erstes mal eben die Kartenbasis bei 7,5. So, damit das für nachher schon mal vorbereitet ist. Und dann habe ich mir insgesamt 11 Luftballons aus dem Aquarellpapier ausgestanzt. Ich habe es erst mit 10 probiert, habe dann festgestellt, 11 sind doch besser, sieht ein bisschen schöner aus. Und dazu nehme ich mir dann noch mein Stempelkissen. Ich habe jetzt hier einfach meine Silikonmatte. Meine Glasmatte ist A sehr groß und B spiegelt die so sehr. Ihr könnt einfach eure Bastelunterlage nehmen. Dann mein Wassertankpinsel. Und dann lege ich mir ganz gerne immer noch ein Tuch hin, mit dem ich dann die Farbe zwischendurch mal abstreichen kann. Ich fange an, indem ich ein bisschen Wasser auftrage. Hätte ich es fast falsch gemacht. So, wir brauchen den Deckel. Und dann trage ich einmal
um den Luftballon herum quasi die Farbe auf. Und das darf ruhig dunkel sein. So, dann streiche ich das ab und ziehe einmal im Kreis die Farbe weiter hinein, streiche wieder ab und wiederhole das Ganze nochmal. Dann nehme ich mir wieder Farbe, trage die noch einmal außen herum auf. Und versuche das noch einmal etwas auszublenden. Es dürfen auch ruhig Stellen ganz weiß bleiben. Das macht es nachher schöner. Und das wiederhole ich jetzt mit allen Luftballons. So sehen meine Luftballons jetzt aus und ich mag das total, dass die quasi unterschiedliche Lichtpunkte haben, dadurch, dass sie hellere und dunklere Stellen haben und die ja bei jedem Luftballon einfach anders sind. Ich werde diese Stanze sicherlich noch häufiger verwenden und ja unterschiedliche Sachen damit ausprobieren, weil das Ergebnis mag ich total. Während die jetzt noch zu Ende durchtrocknen, nehme ich mir meinen Tombow-Stift, meinen Aufleger und ein Stück Schmierpapier und wie ihr das schon kennt, einfach mit der Pinselspitze in die Kappe und so ein bisschen flicken und dann seht ihr, dass wir, entschuldigt, so, hier schöne schwarze Sprenkel drauf haben. Dann nehme ich mir das Stempelset und meinen Spruch. Und dann habe ich mir das Etikett schon einmal aus normalem Cardstock ausgestanzt. Und ich finde diese Doppelnaht einfach total cool. Und mit meinem schwarzen Stempelkissen stempel ich jetzt einmal den Spruch drauf. Ich glaube, gerade ist es nicht ganz geworden, aber ist okay. Ist okay. Das packe ich erstmal zur Seite, beziehungsweise können wir darauf schon mal 1 mm Formpads machen. Ich muss mir, glaube ich, gleich nochmal neue holen, weil die werden nicht reichen. So. Beziehungsweise werde ich den Aufleger jetzt einfach mit 2 mm machen. Dann könnt ihr euch den Unterschied auch nochmal angucken und entscheiden, was euch besser gefällt. So, hier habe ich jetzt meinen Aufleger und die Luftballons. Und ich werde mir jetzt einmal eine Karte hier mitnehmen. Und ich sehe gerade, dass ich eine Sache vergessen habe, euch zu zeigen. Naja, ihr kennt das ja schon von mir. Ich fange jetzt an, erst einmal mir die
Luftballons zu positionieren. Und das habe ich mir tatsächlich einfach einmal ausgetestet, wie es mir gefällt. Das heißt, ihr könnt einfach mal gucken, wie ihr das mögt und dann aufkleben. So, dann brauchen wir hier einen. Hier ein und die andere Hälfte nutzen wir dann jeweils hier für die Lücken auf der anderen Seite. Hier und hier. Das Etikett kommt dann ungefähr hier hin, sodass wir uns quasi diesen und diesen sparen können. Wir brauchen den allerdings hier auf der anderen Seite. Die klebe ich mir jetzt erstmal fest. Und dazu nehme ich ganz einfach ein bisschen Flüssigkleber. Jetzt kommt die Schere zum Einsatz. Und ich schneide mir die Überstände ab. Ganz wichtig. Beiseite legen, nicht wegschmeißen, brauchen wir gleich noch. So, das Ministück, was ich eben hatte, das werde ich wohl nicht mehr brauchen. Und jetzt setze ich jeweils die abgeschnittene Hälfte hier passend auf die andere Seite. So, und der letzte Rest kommt hier unten rechts in die Ecke. So. Und diese Ministücken, die wir von hier oben übrig haben, kommen dann hier noch mal hin. So. Was ich jetzt vergessen habe, euch zu zeigen, obwohl ihr könnt es theoretisch auch mit dem machen. Mir ist die Spitze, glaube ich, einfach nur ein bisschen zu dick. Deshalb nehme ich jetzt einen 0,4 mm schwarzen Feinliner und damit ziehe ich einfach so ein paar Linien. Dass es aussieht, als würden die Luftballons hier mit einem Bändchen fliegen. Hier am Rand müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Das ist mir bei einer Karte auch schon passiert. Ich neige dazu, dann etwas schräg zu werden. Ist jetzt okay. Aber wenn ihr darauf achtet, dann sieht das etwas besser aus. Ja, den hätten wir gar nicht gebraucht. Naja, dann fliegt ihr halt jetzt so ein bisschen Bändchen rum. So ein bisschen höher. So, jetzt habe ich nicht gerade geklebt. Das Ganze soll natürlich mit dem Rand hier abschließen. Und das ist wieder schräg. Besser. Jetzt nehme ich mir 2 mm Foam Pads. Das kommt jetzt auf die
Kartenbasis. Ich weiß nicht, ob ich... Anscheinend habe ich nicht gut geschnitten. Vielleicht falzt ihr eure Kartenbasis vorher. So. Einmal mit dem Falzbein nachhelfen. Und dann versuche ich das nochmal auszurichten. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu großzügig geschnitten. Naja, ihr seht das gleich. Wie es mit Meerrand aussieht. Das ist jedenfalls meine Kartenidee von heute für euch. So sieht es aus, wenn man ein bisschen Meerrand hat. Und ich mag es so eigentlich auch ganz gerne. Ich müsste es nur ein bisschen gerade aufkleben. Hier seht ihr meine zwei Prototypen. Hier habe ich das Papier mit Motivpapier kombiniert. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann Donnerstag wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.